BVB vor erneutem Kaderfehler? Dortmund will trotz Haaland-Verletzung keinen neuen Stürmer holen. Wieder kein Ersatz? Borussia Dortmund will in der Winterpause trotz der Verletzung von Erling Haaland nicht nachrüsten und einzig auf Youssoufa Moukoko setzen. Dortmund nicht schon wieder, werden sich viele Fans denken. Borussia Dortmund plant trotz der Verletzung von Torjäger Erling Haaland 20 im Winter keinen Kauf eines weiteren Stürmers. Laut Sportchef Michael Zorc 58 setze man beim BVB voll auf den erst 16 Jahre alten Youssoufa Moukoko als Alternative. Wir wollen Youssoufa schon aufbauen und ihm niemanden vor die Nase stellen, sagte Zorc am Montag. Das könnte sich als erneuter Fehler herausstellen. Denn obwohl das Megatalent gewaltige Anlagen hat und diese in seinen ersten Profieinsätzen bereits andeutete, kann er in seinem jungen Alter der Dauerbelastung bei den Profis noch nicht standhalten und muss langsam herangeführt werden. Deshalb ist diese Entscheidung nur schwer nachzuvollziehen. Schließlich wurde in den vergangenen Spielen deutlich, dass den Schwarz-Gelben ein großgewachsener Vollblutstürmer mit Erfahrung fehlt. Moukoko ist schnell, verfügt über einen ausgeprägten Instinkt, ist aber kein Bulle, sondern ein anderer Stürmertyp als Haaland. Der befindet sich nach einem Muskelfaserriss derzeit in der Reha und soll erst im Januar zurückkehren. Entlastung für den Norweger ist also nicht angedacht. Wir kennen Erling, er will jede Minute auf dem Platz stehen. Es tut uns auch gut, wenn er viel spielt für uns, sagte Zorc. Dennoch wäre es aufgrund der Dreifachbelastung viel sinnvoller, wenn der BVB auf dieser Position nachrüsten würde. Denn was passiert, wenn sich der Instinktstürmer erneut verletzen sollte oder mal ein Formtief hat? Ob man einen passenden Spieler als Backup findet, ist dann eine andere Frage. Es kategorisch auszuschließen ist nach den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren aber schwierig. Tabelle 1. Bundesliga. Postverein SP, plus oder minus Punkt, ein FC Bayern München 2058 zu 26482, RB Leipzig 2137 zu 1844, 3 VfL Wolfsburg 2032 zu 1938, 4 Bayern 04 Leverkusen 2139 zu 2336, 5 Eintracht Frankfurt 2041 zu 2936, 6 Borussia Dortmund 2141 zu 3133, 7 Borussia Mönchengladbach 2037 zu 3132, 8 SC Freiburg 2135 zu 3331, 9 1. FC Union Berlin 2134 zu 2530, 10 VfB Stuttgart 2138 zu 3526, 1-1 SV Werder Bremen 20:27, 23:31, 2, TSG 1899 Hoffenheim 21:32 zu 39:23, 13, FC Augsburg 21:24, 22:14, 1. FC Köln 20:20, 23:21, 15, Hertha BSC 21:26 zu 37:18, 16, DSC Arminia Bielefeld 19:15, 32:17, 17, 1. FSV Mainz 05:21, 21:42, 14:18, FC Schalke 04:21, 15:52, 9. Stand 14. Februar 2021 1:05. Champions League. Europa League. Relegation. Abstieg.
Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die zweite Bundesliga ab. Der drittletzte Platz, Position 16, darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der zweiten Bundesliga.